Nun endlich gibt sie ihre Identität preis. Normalerweise wickeln sie ihre Geschäfte immer im Park Nummer 3 ab. Wahrscheinlich sind sie dorthin unterwegs. Ich werde sie zu dünnen Sashimi-Scheiben verarbeiten. Park Nummer 3 wird ihre letzte Ruhestätte werden. Ich habe damit nichts zu tun. Das schwöre ich. Ayaka-chan und Mama-san, was zum Teufel geht hier vor? Also, Park Nummer 3. Eben, und da tanzen wir dann den Mambo Number 5. Mindestens. Das Bacchus ist verschwunden. Ja, das hatte keinen Besitzer mehr. Ja. Wir müssen noch am Serena arbeiten, damit das nicht auch verschwindet. Ja genau, Haruka kann das ja übernehmen. Da ist dann noch ein ganz klein bisschen zu jung für. Ja. Ich wollte es zwar auch schon Haruka geben, aber dann ist mir eingefallen, mit 9 ist sie vermutlich noch ein bisschen zu jung dafür. Oder sagen wir mal vielleicht 10. Ich weiß ja nicht, wann sie Geburtstag hat. Sie macht das schon. Sie hat aufgewecktes junges Mädchen. Die macht das einfach zusammen mit Data und dessen Tochter. Eben. I know what your game is. Our passports haven't been selling as well as they used to. Do you really think we'll just allow you to undercut our prices? You've almost run our business into the ground. So how are you gonna make up for this? Killing you is not enough. We should cut you apart piece by piece. Is there any chance you're connected to the Snake Flower Triad? Huh? Who the fuck are you? I got some business that involves them too. Let me be clear. I don't have any business with you at all. If you get in the way, we'll gut you all the same. Wait a second. This guy, he looks familiar. Endlich werde ich erkannt! Kazuma? Really? Kazuma, huh? You guys trying to make a little extra cash forging passports, huh? Shut the fuck up! You know, because of you, we've had to go through a lot of shit. Die, motherfucker! Mädels, ich will schwer hoffen, dass ihr mich jetzt gleich auch anfeuert. Ansonsten müsst ihr Nachhilfe bei Haruka nehmen. Die kann das. Genau. Also du hast zwei Schwerter und das ist irgendwie lächerlich, was du da machst. Aber apropos zwei Schwerter, ich glaube, ich kann da eins einsammeln. Yeah.
falsche Richtung. Einer ist wieder. Muss ich mitmachen? Genau. Wenn ich mich still verhalte, falle ich dann auf. Vielleicht ist Kasuma mal wie der T-Rex in Jurassic Park. Wenn ich mich nicht bewege, kann er mich nicht sehen. Genau. So, zweimal kann ich noch. Ich darf auch zweimal treffen. Ja, Special Abschlussmove oder so. Wenn das nicht beeindruckend war, dann war es halt nicht beeindruckend. Das war wahre Aussage. Puh! Danke für deine Hilfe. Du wolltest die Fälscherin treffen, richtig? Fälscherin. Ich wollte dich nicht auf den Arm nehmen, aber ich musste dich testen. Kannst du einen falschen Pass für Shin Mei besorgen? Dann kann sie weiterhin in der Stadt arbeiten. Okay. Mama-san, ist das okay? Warte mal. Das heißt doch... Genau. Ich warte auf dich in der Bar. Wir sind in der Bar. Und unterwegs bin ich noch schnell vorbeigegangen und habe deinen falschen Pass geholt. Für Shin Mei, den habe ich schon monatelang vorbereitet. Eben, samt Foto und allem. Hier. Das ist doch, was du wolltest, richtig? Einen falschen Pass. Kazuma-san, ich habe schon viel von dir gehört. Ich habe auch gehört, dass Fuma-san ermordet wurde. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob das im Zusammenhang mit den Dingen steht, die kürzlich passierten. Aber Fuma-san kam vor etwa 5 Jahren mit einer Bitte zu mir. Was meinst du damit? Er wollte, dass ich ihm eine neue Identität beschaffe. Geburtsurkunde, Meldebescheinigung, Diplome, Führerschein, Krankengeschichte, Pass. Ich habe mich in die Datenbank der Stadtverwaltung gehackt und eine völlig neue Identität erstellt. Was? Das ist alles, was ich dir verraten kann. Bitte entschuldige mich jetzt. Alles klar. Also, Fuma wollte verschwinden. Fuma wollte verschwinden. Und dann hat er sich erschießen lassen. Na, shit happens. Ich würde ja sagen, dass solche Zufälle gibt es nicht. Das steht im Zusammenhang. Ja. Also. Er wollte das vor 5 Jahren. Ja. Seit 5 Jahren hat er theoretisch diese neue Identität und hat sie nicht genutzt. Ja. Ich schwanke zwischen, es besteht da kein Zusammenhang mehr und wenn doch, ist er selbst schuld. Ich meine, seit 5 Jahren hätte er das ja dann schon. Oder sagen wir mal mindestens 4. Richtig. Willkommen, Shin Mei ist da hinten. Kazuma-san, da bist du ja. Ah, da bist du ja, genau. Du gibst dir einen falschen Pass. Danke, danke. Nun kann ich hier bleiben und mich um meinen Bruder kümmern. Okay, und jetzt bitte die Shangri-La-Mitgliedskarte. Ist irgendetwas? Ach, tut mir leid, Kazuma-san. Die Wahrheit ist, dass ich sie schon jemand anderes gegeben habe. Jemand anderem gegeben habe. Kazuma, auf was? Was ist das denn für eine Grammatik? Ich wollte dich nicht betrügen. Du musst mir glauben.
Wem hast du die Karte gegeben? Ein Typ namens Matsutatsu Misuno. Wir haben eine Zeit lang zusammen gewohnt. Er war immer so freundlich zu mir. Ich habe ihm die Shangri-La-Mitgliedskarte als Zeichen meiner Dankbarkeit gegeben. Aber erst nachdem ich da nicht mehr arbeite. Wie dem auch sei, wenn du mich erwähnst, dann würde er dir die Karte sicher geben. Ich bin mir sicher, du findest ihn im Map. Informationszentrum auf der Shichifuku-Straße. Hier, weil du mir geholfen hast. Ich hoffe, es ist dir von Nutzen. Ein aufwendiges Halsband. Okay. Ich schicke die Kurkuma-Tabletten in die Bank. Ach, vielen Dank, Kazuma-san. Bis bald. Jetzt trägt Kazuma ein aufwendiges Halsband. Du kommst an, hallo. Ich bräuchte mal eine Mitgliedschaftskarte. Genau. Übrigens, freundliche Grüße von Shinmei. Hey. Wir haben jetzt Sonderpreise. So, wo müssen wir hin? Zur Shichifuku-Straße. Ich würde behaupten... die da oben ist, ja. Dementsprechend bin ich schon mal gar nicht so auf dem allerschlechtesten Weg. Richtig. Ich habe jetzt leider nicht mitbekommen, was mit ihrem Bewerbungsgespräch ist. Ich hoffe, es läuft gut. Ich auch. Ich weiß zwar nicht, wo sie sich bewirbt, aber... Das kann ich dir auch nicht sagen. Wenn du schnell genug bist, kriegst du mich. Warst nicht schnell genug. Ich hab's dir leicht gemacht. Ich habe es dir sehr leicht gemacht, du Street-Hudlum. Es gibt euch auch noch krass. Naja, immer mal wieder. Ich dachte, das vorhin wären die letzten gewesen. Nee, wir haben noch Ableger bekommen oder so. Ah. Hey yo, fuck. You wanna start some shit? Macht schon ein bisschen Spaß. Ich muss aber auch wen treffen. Da drüben. Zwei Tritte verträgst du. Das ist der Drache des Dungeons, mal klar. Ja. Er fliegt wie einer. Genau. Ihr seid doch alle bloß neidisch. Lass die Mülltonne stehen. Die hat mir nichts getan. Die wird mich nicht angreifen. Die weiß nämlich genau, wenn sie mir nichts tut, tue ich ihr nichts. Wieso Mülltonnen das halt wissen? Sind sehr intelligente Wesen, diese Mülltonnen. Natürlich. Oh, jetzt habe ich den Duft Frankreichs.
riecht ein bisschen anders als Italien. Natürlich. Wäre schlecht, wenn Italien und Frankreich gleich riechen würden. Kopf herum. Das riecht dann mehr nach Baguette. Klar. Das will ich nicht ausschließen, aber ich halte es nicht für wahrscheinlich. So, wir sind schon auf der richtigen Straße. Ja. Aus einem Gebäude kam ziemlich viel Rauch. Das war wirklich ungewöhnlich, aber irgendwie hat das niemanden interessiert. Vielleicht sollten wir nicht darüber sprechen. Vielleicht sollten wir nicht darüber sprechen, da hast du recht. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo dieses Gebäude ist, wo der arbeiten soll. Jo, und ich dachte, ich gehe dann halt einmal die Straße runter. Ja. Na komm schon, gib mir dein Geld. Du weißt doch genau, dass du das willst. Okay, die Yakuza haben gerade wieder Urlaub oder so. Die sind schwer beschäftigt. Die sind doch auf der Jagd nach mir. Ach ja, klar, deshalb finden sie dich nicht. Genau. Und sie müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Die Polizei hat gestern erst wieder 2 Leichen vom Dach geholt. Also die Polizei hat momentan wieder ein richtig Auge auf die Gegend. Ja. Ich kann das auch. Ich darf keine Richtung angeben, wenn ich dann versuchen möchte, auf Dreieck zu drücken. Sonst springt der. Okay. Wenn ich vorher ein bisschen laufe. Das ist blöd, vorher ein bisschen zu laufen dann. Einer ist noch da. Ach, da bist du. Shimoda möchte nicht mehr. Shimoda hat sich auch nicht mehr wirklich gewehrt. Besser war das für ihn. Er hat gesagt, hat eh keinen Sinn. Ja. Jap. Das war draußen, oder? Das war draußen. Ich verschone dich. Du hättest mir aber dafür Infos geben können. Ja. Wo ist das voll geheimnisvolle, nicht beworbene Soapland? Nee, erstmal musst du ja zum Map. Ach stimmt, ich muss zum Map. Ja, du hast erzählt mir wieder, dass da Rauch aus einem Gebäude gekommen ist. Vielleicht sollte ich eine Seite der Straße runterlaufen und im Notfall die andere Straße wieder hochlaufen. Also die andere Seite der Straße wieder hochlaufen. Herrschaften, Sie stehen mir im Weg. Hehehe, was ist das denn für ein Kommentar dazu? Du bist betrunken.
Jo. Also, das Shishi. Wow, ein SMS. Ich bleib sofort stehen. Oh, Verbrecherjäger sind wieder da. Sie probieren es nochmal. Was hattest du denn in der Hand, Verbrecherjäger? Sah so ein bisschen aus wie so ein Blitzding. Oh, das könnte ein Elektroschockgerät sein. Das lief doch ganz gut. Joa, die Verbrecherjäger hatten jetzt nicht so viel Spaß an der Sache. Das ist nicht mein Problem. Es ist auch nicht meine Schuld. Was greifen die denn so unschuldige Passanten an? Eben, hast ja nichts mit irgendwelchen Verbrechern zu tun. Eben, ich bin Freund von der Polizei. Eben. Oder sagen wir mal so, ich bin befreundet mit einem Polizisten. Und du hast eine Kneipe. Ja. Ich hab ganz bestimmt eine Kneipe. Und so eine Bar, die dir Schutzgeld zahlt. Das nicht, was nicht bedeutet, dass du ein Yakuza bist. Das war ein Versehen. Ich möchte wirklich ins Shangri-La gehen. Nur ein einziges Mal in meinem Leben. Man sagt, dass man dort als Mann den ultimativen Höhepunkt genießen kann. Ich frage mich, wie das wohl sein mag. Ja, du gehst sehr weit nach oben. Eben. Krach. Du schlägst Krach? Nee. Nee? Nee. Ich schlag Straßengangster, kein Krach. Ah, natürlich. Das war ein Missverständnis. Kann ich denn dafür, dass die Straßengangster so ein bisschen rumwimmern? Ein bisschen lauter rumwimmern? Ja, so einer von diesen Straßengangstern in der Krach. Ja, das könnte auch sein, dass einer so heißt, aber... Krach über Moto. Ja, gut. Ich hätte gedacht, ich mache das wieder mit der Werbetafel. Hatte ich jetzt auch erwartet, aber Kazuma hat sich da was anderes überlegt. Es war nicht weniger brutal. Eben. Und er ist der Experte. Was ist dein Problem? Ach, die Verbrecherjäger. Ach ja. Gut, gut. Ihr schon wieder. Ihr legt euch mit der Kazuma Gang an. Das ist ein Fall, das ist nicht gut. Kann man bei einer Person von einer Gang sprechen? Also ich finde, zur Kazuma Gang gehören auch Date und Kage. Oh, Kage hat seine eigene Gang. Eben. Also Date und Haruka. Das war's. Das ist noch keine Gang. Abgesehen davon, Haruka ist ein minderjähriges Mädchen.
Und die dürfen nicht Mitglied von Gangs sein. Nicht von solchen Gangs, die von Gangster, von Verbrecherjägern gesucht werden. Das erlaube ich in meiner Kasuma-Gang nicht. Okay, deine Kasuma-Gang hat... hat ein Mindestalter. Alles klar. Wie alt muss man denn sein, um bei der Kasuma-Gang mitmachen zu dürfen? 21. Okay, das ist Date. Shinjuku. Ja, ja. Ach, Leute. Ich weiß, ihr prügelt euch gerne, aber bitte. Irgendwann müsst ihr doch einmal einsehen, dass er nichts bringt. Aber wie soll ich denn meine 123.000 Punkte kriegen? Okay, mach weiter. In 13.000 hast du ja schon wieder. Ja, wir brauchen mindestens 17.000, das erste überhaupt machen zu können. Ich muss demnächst vielleicht auch noch mal was essen gehen. Vielleicht. Naja, in der Nähe dürfte es Restaurants geben. Bestimmt. Wenn der mal früher Judo gemacht hätte, um zu wissen, wie man abrollen muss. Eben. Wenn du weißt, wie du fällst, ist das halb so schlimm. Gut, hätte ihm auch nichts gebracht, wenn Kazuma ihn dann wieder tritt, aber... Da blinkt was. Da oben auf dem Viereck. Ah. Noch ein Schlüsselchen. Nummer 38. Wunderbar. Einmal Hallo sagen. Genau. Ihr wollt nicht mit mir reden? Das ist aber schade. Kann ich gerade was bei euch essen oder trinken? Nein? Das ist aber schade. Kasuma-san, wir sind fertig. Das ist aber schade.